Jo, liebe Freunde, da wären wir auch wieder zu einer nächsten Folge Rallye. Wie gesagt, ich habe jetzt Cross Rallye, erst Rallye, Cross Rallye durchgespielt. Bei Cross Rallye muss ich leider sagen, ich habe meine Sprachaufnahme nicht richtig an, deswegen ist das ohne Sprachzaun, aber ist bestimmt auch gut so. So, jetzt kommt, wie heißt das? Hill Glimp oder so? Das ist ja mega krass, also da habe ich mega Respekt vor. Also, boah, ich finde ich einer der schwersten Gebieten, die es gibt in der Rennstrecke. Boah, richtig krass. Also, ich komme immer schrottig an. Entschuldigung, ich komme immer schrottig an. Räder sind generell kaputt. Und ich glaube, es ist so ein Renntyp, da muss man echt mit Gefühl fahren. Das Blöde ist, man hat keinen Beifahrer, der einen ansagt, wo was ist. Deshalb muss man auf Verdacht fahren. Das ist immer so, Vollgasbremsen, Vollgasbremsen, das geht so auf die Bremsbacken, nee, das machen die Räder nicht lange mit. Deswegen muss man bestimmt schön mit Gefühl. Ich habe eben eine Runde gefahren, um zu probieren, wie es ist, damit ich nicht ganz abluse, aber es wurde nichts. Und naja, mal schauen, wie ich mich diesmal schlage. So, Rennen starten. Und die Sache ist halt so, man fängt hier halt so an, wenn da vorne ist starten, erst da wird dann gezählt, damit man ein bisschen in Fahrt kommt. Und hier auch hier mein Motor im Hinterräumchen. Also das ist unsere Karre. Aber ich kann leider nur in der Fahreransicht fahren. Das ist echt. Nee, da habe ich mega Respekt vor. Macht mega Bock, aber es ist so. Ey, du haust dir so viel in den Kopf. Naja. Aber mal los. Mit Gefühl. Relativ ordentlich zu fahren, nicht so viel Sprit zu bauen. Und ich wundere, wenn ich nicht so viel rede, weil ich muss mich mega konzentrieren. Es ist sowas von anstrengend. Theoretisch muss ich die Strecke innen auswendig kennen, aber tue sie leider nicht. Eine längere Zeit lang nicht mehr gefahren. Ich gebe mein Bestes. Oh, am Heck gestriffen die blöden Felsen, aber ich werde verrückt. Kippstoff. Ja, jetzt fängt es an, ne? Die Karre ist aber schon mega kacke. Die Räder gehen so schnell futsch, egal wie ich bremse, wie ich fahre. Die gehen mega schnell kaputt. Das muss so sein. Eine Rolle muss immer rein. Eine gute Rolle muss in einer guten Rennstrecke immer rein. Aber ein bisschen Handbremse. Ja, das ist ein bisschen besser. Oh Scheiße, ich fuck mich jetzt die Kurve. Ah, Taxi, ich bin auf der anderen Seite. Oh, ich höre schon, ich höre schon. Guck mal, wir haben Platten. Siehst du, wir haben jetzt schon einen Platten, ne? Ey, ich werde verrückt. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Was habe ich denn falsch gemacht? Nee, Leute, es geht so nicht. Warte mal. Es geht so nicht. Neustart. Was mache ich denn bloß? Ich krieg's nie gebacken. Ich krieg's nie gebacken. Ich bin zu blöd dafür, ne? Ich versuch's mal so. Voll ist immer hinten rechts, ne? Ich frage mich wieso. Bestimmt, weil ich voll auf die Eisen gehe. Thank you.
sieht so leicht aus, aber es ist überhaupt nicht. Es ist so krass. Man unterschätzt das mega. Mein Auto steht. Komm, mach den Gang rein, Mann. Also wenn man in Menschenmenge fährt, kriegt man noch mehr Zeitstrafe. Wie gesagt, wenn man wogegen fährt, kann man zurücklegen, kriegt aber Zeitstrafe. Über Menschenmenge kriegt man mehr Zeitstrafe. Deshalb zurücksetzen ist blöd. An die Räder, Mann. Ich will nicht mich zurücksetzen. Kaum blöde Zeit. Los, Auto, los! Schwer spielen, ne? Na komm, mach doch mal einen Gang hier. Und Tritzer. Oh mein Gott! Scheiße. Ich hab Platten! Ich werd verrückt. Ernsthaft? Hab ich so fast am Ziel. Jawoll! Oh, scheiße. Fast hätten wir es geschafft ohne einen Platten. Boah. Fünfter. Das ist schön. Gut. Bin vollkommen zufrieden. Wenigstens, wir haben es geschafft. Ich bleibe sehr oft auf der Straße liegen. Tja. Machen wir noch eine Runde? Ach komm, eine Runde machen wir noch. Rennen starten. Ja, reparieren. Was ist denn alles kaputt? Hier. Hier ein bisschen. Ich weiß nicht, also ich kenne mich mit Fahrzeugen mega schlecht aus. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas an den Rädern ändern müssen. Damit die besser liegen. Boah, kein Plan. Ich weiß nicht, ich glaube, so viel Luft drauf pumpe, dann platzen die noch schneller. Aber wenn ich zu wenig, dann platzen sie genauso schnell. Lass mal. Karosserie, da kann man keine Zeit mehr. Boah, es sieht doch cool aus, die Karre. Wo ist denn eigentlich das Licht hier, ne? Wo habe ich denn das Licht hingestellt? Egal, okay. Und, oh.
So. Oh mein Gott, nicht so stark bremsen. Nein, 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 Mensch, Menge. Weil ich hab mega Respekt vor solchen Autofahrern. Ich hab mir mein YouTube-Video angeguckt über solche Rennfahrer. Ey, mega krass. Also, die leben wirklich mit der Todesschippe. Ich wäre schon 50 Mal gestorben in einer Runde. Das waren alles Herzinfarkts. Nein, weh, du fährst da rein. Ich schwein schon los. Oh, es ist gemein, die Felsen. Wenn man die nicht abkürzen darf. Ne? Oh, ich fall das. Oh, nicht die Kurve. Die Todeskurve. Boah, wie er sich erschrocken hat. Ne, hast du ein Klümpchen in die Hose gemacht. Ich darf nicht gegen Felsen fahren, ich bin meine Räder frisch. So was glaube ich auch nicht. Ey, fang mich bloß. Ey, wachs ich. Ne, Junge. Wehe, ich muss jetzt zurücksetzen. Rückwärtsgang. Am Anfang lief es so gut, ne? So gut. Also leider mich noch verblättert, bin ich mega schuld. Richtig stolzer Junge. Das war's mit meinem Stolzsein. Ey, das war eine gute. Ey, es war hier. Ablenkung. So fährt man die Kochen heutzutage. Genau. Jede Kurve, wenn ich denke, boah, die wird cool. Boom. Was ist vorne los? Alles super vorne. Alles super. Karren rollen. Wie gesagt, ich versuche mal best. Oh, die Denkachse ist push. Und es ist ein Platten. Oh, die ist nicht in der richtigen Waage, das Auto. Ich merke das. Aber noch fast im Ziel, also eine Kurve denke ich mir noch. Siehst du, jetzt mache ich mal halbwegs vernünftig. Siehst du, es war nicht ganz so dolle. Da oben ist schon das Ziel. Ja, Mann! Finish! Oh, das kommt besser als 5. Das muss aber sein, besser als 5. 5. Sehr schön. Ja, das war nicht schlecht. 5. Ja. Boah, das war schon, liebe Leute. Das war schon. Das sind 2 Runden. Das sind nur 2 Runden. Ja gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen Cut. Und ich denke mal, ich zeige mir mal ein anderes Auto. Ich kaufe mir mal ein anderes Auto und gucke mal, wie es da abgeht. Oh, guck mal, hier sieht man noch wunderbar, wie die Bremsbacken glühen. Aber vielleicht sieht man das nochmal. Die glühen richtig, die Bremsbacken. Sieht man das?
Ah, oh, komm, dreh ich nochmal. Das ist richtig, also da steckt sehr viel Köpfchen. Also, es ist richtig gut gemacht. Da haben sie auch ein Beispiel gebracht. Umso höher man fährt, umso weniger Sauerstoff gibt es für das Auto, umso schlechter wird das verbrannte Motor. Also es ist schon echt Köpfchen. Also, das ist nicht ohne das Spiel. Also für alle Rennfahrer, die auf Cross stehen, weil das hat man nicht gesehen. Also, es ist mega cool. Wie gesagt, ich bin echt extrem schlecht hier bei diesen Highway Klill Jump. Klill Jump, sage ich schon. Und es macht mega Bock. Es macht mega Bock. Egal. Wir machen nachher weiter. Mal gucken, wie es da wird. Da sieht man, da glühen sie. Egal. Egal, bis später. Mach's gut.